Ja, hallo Freunde. In den letzten 12 Monaten war ich natürlich wieder sehr viel unterwegs und diesmal ging es nach La Gomera und ihr lest hier schon, ne? Ich war im Residencial El Llano. Das ist eine Apartmentanlage. Ja, und natürlich habe ich wieder auf La Gomera gewandert, ne? Und die ganze Insel beackert und diese ganzen Geschichten. Die Videos kommen dann alle so nach und nach jetzt hier auf meinem Kanal. Ja, aber lass uns erstmal über die Unterkunft sprechen. Diese Apartmentanlage ist im Carré gebaut und hier seht ihr jetzt den Haupteingang gleich. Der liegt in einer Nebenstraße und ihr seht auch da, oben haben wir nämlich gewohnt, gibt es Balkons raus zu dieser Nebenstraße hier. Aber das Ganze ist sehr, sehr ruhig und sehr harmonisch. Ja, hier der Eingangsbereich. Und dann würde ich doch einfach sagen, ja, lasst uns mal gemeinsam reingehen, ne? So sieht das Ganze aus. Es gibt eine kleine Rezeption. Vorne, die ist auch nicht immer geöffnet und schließt spätestens abends so mit den letzten ankommenden Urlaubsgästen und dann machen die wirklich zu. Ja, morgens früh kann ich euch gar nicht sagen, aber es war immer jemand da, wenn ich aufgestanden war. Also passte das Ganze schon, ne? Und das Ganze hier hat eine sehr, sehr schöne Poolanlage innen. Also was heißt Poolanlage? Es ist ein kleiner Pool, aber alles sehr, sehr schön gepflanzt. Und was aufgefallen ist, ist, dass es extrem gepflegt war. Ja, das muss man wirklich sagen, auch in den Pflanzen und so weiter. Also da hat sich, ja, wie soll man sagen, kein Laub gesammelt oder sonst irgendwas, sondern es war wirklich extrem gepflegt und vor allen Dingen sehr, sehr ruhig. Ja, das muss man auch dabei sagen. Wer die Ruhe liebt, ist hier absolut richtig. Ja, Freunde, dann schauen wir uns mal unser Apartment an, ne? Das Ganze hat dann eben halt seinen Eingang, Ausgang zum Pool hin. Ja, ist ganz nett, ne? Kann man mal eben eine Badehose an und zack, runter, ab in den Pool und wieder rauf. Also das passt schon sehr, sehr gut. Und das Apartment auch, werdet ihr jetzt gleich sehen. So, Freunde, etwas Originalkommentar. Wir dürfen rein, ne? Ja, dann schauen wir uns erstmal um. Gehen wir einmal bis auf den Balkon. Also, das ganze Apartment ist riesig, ja? Ich führe euch da gleich wieder einmal zurück. So, ihr seht hier, ne? Also, das ist Wohnraum. Und ja, also wirklich für ein Apartment, Pauschalreise, ist das wirklich sehr, sehr groß. Ja, ja. Kleines TV, ne? Ja, Dirkis komplette Technik, die überall rumlungert. Aber ich habe schon ein bisschen für euch aufgeräumt, ne? So, Küche zeige ich euch dann gleich auf dem Rückweg. Wir gehen erstmal raus, Balkon, ne? So, heute den ganzen Tag Sightseeing gemacht. Das ist der Ausblick hier, ne? Also bei diesem Zimmer hier gegenüberliegend zum Pool hin war leider nichts mehr frei, obwohl wir lange vorher reserviert hatten, angefragt hatten, so muss man sagen. Ja, das ist der Blick hier hinten raus, ne? Ja, der Kran müsste noch weg, aber ansonsten denke ich, stimmt's. Markise gibt es auch. Es gibt hier Sonne oben. Ja, Mittagszeit herum, ne? Ihr seht, ne? West, hinten untergehende Sonne. Wir haben jetzt 6:30 gleich. Ja, und jetzt gehen wir einmal zurück. So, und dann seht ihr nochmal, dass das Ganze wirklich ein sehr, sehr großes Apartment ist. Ja, und ihr habt hier, ne, Essgelegenheit, 2 Personen. Alles ist so ein bisschen auf 2 Personen ausgerichtet, auch geschirrmäßig und so weiter, ne? Ja, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Toaster. Das, was der Mensch so braucht, zumindest frühstückstechnisch, ist da. Kühlschrank, Herd, ne, mit Ceranfeld, Dunstabzug, alles da. Und ihr seht schon hier oben in den Schränken, ne, ihr habt massenhaft Stauraum. Vielleicht mache ich die gleich mal auf, dann könnt ihr auch mal so ein bisschen schauen, was ist da. Das ist also wirklich so das Nötigste, das Nötigste. So, und was wenig Ausstattung ist, können wir mal eben vielleicht ganz kurz, ne? Also ihr seht nochmal Stauraum, damit kommt ihr super zurecht, ne? So, und da oben seht ihr schon, ne, anhand der Teller, also es ist ungefähr, es sind immer 6 Teller, 6 Tassen, ne? 6 Espresso-Tassen, 6 Untertassen und so weiter, also alles für 6 Leute ausgelegt, ne? Ja, und hier oben auch, ne, seht ihr also auch anhand der Gläser, ne? 6 Weingläser, gut, da sind jetzt glaube ich nur 4 von da, ne? Aber es passt alles, ja. Wie schon sagte, ne? Kleine Salatschleuder, Schüssel, Platte, ne? Zitruspresse, ne? Hier, Coffee Maker, ja, kleine Kanne. Diese Kaffeemaschine ist da, 1x4, ne? Ja, was wollt ihr noch wissen? Auch hier, ne? Besteckmäßig, ihr seht einiges
ist schon in Benutzung, aber es passt. Ja? Also das, was man braucht, um nochmal kleinere Gerichte zu kochen, wenn man ein bisschen flexibel ist. Ne? Hier in der Pfanne irgendwas machen, im Backofen warm halten, ne? Das passt schon. Hier so ein paar Töpfe, nochmal wie ich gesagt habe, zwei Pfannen. Also absolut ausreichend. Schauen wir mal ins Badezimmer. Ne? So, da sind wir. Ja. Dirkis langer Arm. Auch das sehr groß, leider weniger Ablagefläche. Ne? Ihr seht also, mein Kulturbeutel hängt noch da hinten rechts. Ja, also das hätte man noch ein bisschen besser lösen können, weil Platz ist genug. So, schauen wir mal. Auch hier, ne? Das Ganze, also wirklich sehr geräumig, die ganze Geschichte. Also passt absolut. Ne? Ja, im Schlafzimmer, auch hier zeige ich euch gleich, ne? Habt ihr Schränke ohne Ende. Also Stauraum habe ich noch nie so viel gehabt in einem Apartment. Also das ist Wahnsinn. Selbst wenn man individuell bucht, ist oft so ein Zimmer noch mit abgeschlossen, sonst irgendwas. Ne? Hier, Schlafzimmerblick raus zum Pool hin. Ne? Ja, unser Berg natürlich da oben. Ne? Und das Ganze hier ist wirklich sehr, sehr ruhig. Ja, so, dann machen wir einmal, drehen wir uns rum. Ja, ne? Hier noch kleiner Schminkbereich, wer möchte. Und dann haben wir hier Schränke ohne Ende. Also so viel Klamotten könnt ihr nicht mitschleppen, dass ihr die hier nicht reinbekommen würdet. Ne? Also nochmal, auch das Schlafzimmer. Ja, also wirklich richtig groß. So Leute, ja, die Sonne brennt schon, ne? April, also das ist schon ganz schön heiß und da ist man wirklich dankbar hier für diese Markise, also das passt hier so vom Sonnenschutz her, ne? Absolut, ne? Also auch wirklich gut gemacht, ne? Dass die wirklich sehr, sehr schräg runterhängt, also alles richtig gemacht. Da die Frage bestimmt kommen wird, ja, war der Pool denn überhaupt nutzbar? Ne? Es kann ja sein, dass er so schattig liegt, dass man da gar keine Sonne hinbekommt und dementsprechend das Wasser viel zu kalt ist. Könnte in der Winterzeit auch passieren, da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber jetzt hier im April werdet ihr gleich sehen, ja, da bin ich ja in voller Größe, entsprechend der mit den Fliegenaugen. Und der Pool war nutzbar und ich war auch drin. So, meine Lieben, das war's eigentlich. Aber ich weiß ja, dass noch ganz viele Fragen mehr kommen und dann ist immer eine der Fragen, ja, was habt ihr denn bezahlt? Ja, kann ich euch sagen, wir waren mit der TUI da, also Pauschalreise, ne? Inklusive vollem Transfer, heißt also wirklich Flug nach Teneriffa und dann von dort Bus zur Fährstation, Fähre rüber nach La Gomera und dort hätte es auch noch einen Bus gegeben, eben zur Apartmentanlage, haben wir natürlich verzichtet, weil wir einen Leihwagen hatten. Ja, das Ganze hat dann mit der TUI, Flüge mit TUI Fly und Air Berlin dann zurück, 666 Euro pro Person, also 1.332 Euro gekostet. Dann habt ihr diese Informationen auch. Reisezeitraum 10. bis 24. April 2016. Ja, zum Leihwagen vielleicht noch was. Den haben wir wieder bei Pluscar genommen, weil wir mit denen gute Erfahrungen haben von anderen kanarischen Inseln. Ja, hat für 14 Tage der Fiat Panda 158,90 gekostet, inklusive Vollkasko ohne Selbstbeteiligung, also gleich nichts. Ne? Und die hatten eine Voll-Volltank-Regelung und ich hatte ein Drittel weniger im Tank, weil ich keine Tankstelle fand da morgens am Fährhafen.
Ja, und da gehen viele Autovermieter her und sind sehr unfair und berechnen alleine für das Betanken eine Gebühr von 50 Euro, was ich da alles schon erlebt habe. Aber nicht bei Pluska, also tolles Unternehmen, kann ich auch empfehlen. Ja, ich hoffe, ihr konntet was mit den Infos und den Bildern anfangen. Wünsche euch jetzt alles Gute. Sag mal bis zum nächsten Video, ne? Euer Mr. Bowlfish, euer Dirkie, wie auch immer ihr wollt. Hasta luego.